So, ich suche mal kurz die nächste Mission raus. Dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Wir haben noch zwei Level 11er Missionen, machen wir die schnell, dann haben wir sie hinter uns. Jo. Ja, das ist sogar hier. Da wo Ito hin ist. Schön, dass du wieder da bist. Mein kleiner Hund ist ein frecher Dachs. Ein Kammerjäger? Was hast du hier drin zu suchen? Der kleine Roboter faselte was von deinem verlorenen Zeug. Spätestens sind die hier, die Dinger, die... Echt jetzt? Wahrscheinlich ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatmüll, Melodinax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? Schneller reden, dann können wir schneller finden. Nein, das ist doch nicht. Ich hab vergessen, dir ein Mixtape zu geben. Willst du eins? Oh, ich höre keine Musik. Ja, verstehe ich vollkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Flow. Ich geb's dir später. Nicht zurückhalten! Ein paar der Banditen haben was von meinen Medikamenten geklaut. Wende sie und jag ihre Karre hoch! Du hast keinen Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben nicht Tage zerstören. Oh, wow. Nein. Okay. Wimsy, sie gehören dir. Jetzt zerstören. Wo ist mein Fahrzeug jetzt? Yes, we'll never know. Scheiße. Warte mal kurz, da ist noch ein Nockfänger. Kannst du kurz aus deinem Fahrzeug aussteigen? Dankeschön. Ah, das ist meins, Ito. Ich habe dich vermisst, Junge. Ja, dann bin ich mal so frei. Okay. Das Auto da oben klickt schon, oder? Nein, wir haben es nicht angespeichert. Ich mach das kurz. Ah ja, hier geht's rein. Was ist sie da? Oh Mann, die Apotheke ist schon ein Weilchen verlassen, aber es sollten noch einige Vorräte übrig sein. Allerdings gibt es dort Ungeziefer. Mach deinem Namen alle Ehre! Den speichert er nicht ein. Leuchtet deiner eigentlich? Ich hol den anderen, hol du den, wo du bist. Deine Räder, warum die leuchten? Meine leuchten nicht. Weiß nicht. Ja, du musst aber fahren. Kann das leuchten? Ja, das. Ja, du bist ein Boss bei dir. Dich zu knacken. Oh je. Yeah. Ich habe 2 Badasses bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr kommen könntet. Vielleicht mal wieder am Weg. Ah, ne, meine krieg ich doch. Ach, Tatsache. Ja, aber ich will jetzt was für den Loot. Wow, warum fliegt das Ding so heftig? Ich weiß. Ah, da stellst du den. Hä? Wie bist denn du da hoch? Immer Ding. Unter der Brücke ist ein Eingang auf der anderen Seite. Okay, ja, ich seh's. Was überlebt das Ding jetzt so viel, Mann? Er regeneriert er sich? Jo, ist okay. Das ist auch ein Standard. Das klingt so schon her. Auf jeden Fall weißt du.
Kann es sein, dass dein Hund immer fetter wird und immer größer? Er ist nicht fett, der hat noch schwere Knochen. Kriegt er immer schwerere Knochen? Ja. Ah ja. So muss das aussehen! Er hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht! Hast du den letzten geholt, Ito? Ich weiß, was du denkst. Wieso macht dieser Doktor einen Rapper? Ein Händler bedrohen müssen, haben die das gegeben. Ja, schon gemacht. Cool, oder? Texte heilen die Seele. Die Seele. Lass mich einfach ein paar Zeilen für dich rappen. Heilen geht mir von der Hand, da bleib ich auf dem Stand. Du hörst schon ganz gespannt. Halt endlich deinen Rand, ich verliere den Verstand und klatsch dich an die Wand. Guck, 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 Ito, guck, 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 guck. Siehst du's? Das ist, wenn du mit Space die Dings aktivierst. Dann fliegt man ewig lange. Voll geil. Das wird irgendwann sicher noch nützlich. Ja, hab ich eingesperrt. Nice. Aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin. Ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, nein, immer noch nicht. Ich spende selbst was. Guck dir das Helm weg und hilf mir mal. Dann werden wir. Er sagte halt, helf mir mal. Wir fahren alle weg. Alright, alright, alright. Na los, Junge. Auf, das zu zerstören. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Benutzt das Hemopack an meinem Arm. Bro. Ja, okay. Das genügt. Es tut mir leid. Okay, danke, glaube ich. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Bro. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Es ging nicht anders. Hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich pack das schon. Und dank dir meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Schade. Schade. Warum ist es ein schlechter Mensch, Mann? Oh Mann. Irgendwie macht's mega Bock, mit der Scheißdinge zu gehen. Oh fuck. Scheiß Baum. Ich weiß wirklich nicht, wer von beiden so grausam war, meine Familie zu töten. Such dir einfach aus, wen du tötest. Das wird meine Rache sein. Ich traue deinem Urteil. Hm. Können wir nicht einmal beide töten? Was? Sind wir Minze wert? Na. Geh mal hin, quatsch mal mit denen. Jeder am Schilden ist jetzt einfach. Das ist genauso sei wie bei Rice oder wie der Cosmos. Mit dem Schnauzer und so weiter. Does this character will remember this? Hi. Moin. Das ist der Kammerjäger! Töte mich! Ich bin
Ich nun, da meine Familie gerecht ist. Komm her und hol dir deine Belohnung. Die Verwesung steht hier. Ja, ja. Der war's. Wichser. Geniale Meinung. Lass ich zu meinem Dings porten. Die wird richtig. Ja, yep, bist du. Sauber, passt. Soll noch ein bisschen spielen? Hm? Alles klar. Machen wir böse. Warum nicht? Was? Mein Char hat einfach böse gelacht. Ah, das ist die junge Dame hier. Opa. Hallo? Ja, hi. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der andere Kerl sah auch wie ein Familienmörder aus. Was ist, wenn er es war? Kannst du ihn vielleicht auch noch töten? Nur für den Fall. Wir waren doch gerade da, Mann! Dann müssen wir anders hin. Wir müssen auf die Sanctuary scheinbar. Nein, das ist die eine Mission. Ich habe jetzt die Mission ausgewählt. Dann müssen wir auch weg. Ich überlege mir gerade, ob ich für die Nebenmission den anderen Dogger ausprobieren will. Mach doch. Dann müssen wir aber ganz kurz auf die Sanctuary. Kannst du hindonnern? Mach ich. Lass mir die bitte raus. Wie hast denn du das jetzt aus dem Stand gemacht? Magic. Magic. Bin immer so froh, dass ich so tolle Antworten kriege und so. Dass es auch gar nicht behinderte Antworten sind oder so, dass ich nachher auch genau weiß, wie ich das selber machen kann. Aber Idiot. Zauberer verrot seine Tricks selber. Na, halt die Fresse. Hä? Hey. Oh. Oh. Endlich jemand, der mich versteht. Danke, Ike. Ja, danke erstmal fürs Spiel. I know that. Wann hast du jetzt nochmal genau genommen, was Gescheites gekriegt? Genau. Schockzeile, ja. Wow, das erste ist klar, muss er eine Bombe, die kriegt. Nice, man. Danke, Kasim. Das ist ein Zeichen, kann er sagen. Na, ich hab dreimal zweimal Mittelfinger gekriegt. Wenn du die Map aufmachst, kannst du generell zur Reise kommen. Ich ruf dich später wieder. Sanctuary, das Ding in Sanctuary ist ja genau so ein Reiseziel. Da kannst du es einfach auswählen und da schnell hinreisen. Wir müssen nicht unbedingt zu den Knotenpunkten hin jedes Mal. Okay. Alter, morgen gib mir einfach Geld, ich brauche Geld. Ich brauche keine Waffen, deine Waffen sind scheiße. Aber erzähl es keinem. Ich will dir dein Geschäft nicht ruinieren. $81,000 für die Bank, du willst mich verarschen, Alter. Autsch, $81,000 für die Bank. Get the fuck out. Tja, so Zeit dann noch sich gerade zu sparen. Oh, im Shop ist was Süßes. Oh, was Süßes. Ich
Schorfrichtheit, das ist jetzt 1080 Ghost Armating. Alles wird teurer, Mann. Alles wird teurer. Oh, das ist aber so eine. Na, die ist nicht cool. 949 Schild, bist du behindert? Wenn ein Gegner kein Ziel hat oder ein anderes Ziel angreift, verursacht Fleck, er hätte einen Schaden gegen ihn. Ja. Wenn wir drauf hier. Tja, dann finden wir raus, ob das cool ist. Komm zu mir, mein Freund! Kurz gucken, wie er aussieht. Wo bist du? Junge? Was? Dann nicht. Ja, und dann fliegen wir zum nächsten Punkt. Warte, lass mich ganz kurz meine Punkte auch nochmal resetten. Ich möchte auch einen ganz anderen Talentpunkt spielen. Okay. Ich musste mir gerade nur einfach ein Schild kaufen. Hat auch überhaupt keine Gründe dafür. Achso, wo müssen wir die denn finden? Brauchst du den hier? Nee, die Mission ist doof. Brauchst du den hier? Ja. Besser als das, was ich habe. So. Auf jeden Fall gehe ich. Trotzdem. Hier rauf. What the fuck, Leute? Wie mein Dogo jetzt aussieht. Oh. Der sieht echt verdammt badass aus. Verbündete teilen einen Teil von Flecks gesamter Gesundheitsregeneration. Flex Haustier teilt die doppelte Menge an Gesundheitsregeneration. Verbündete teilen 33% von Flex Gesundheitsregeneration. Verbündete teilen 50%. Was bedeutet das? Dass andere auch Gesundheitsregeneration haben? Verbündete teilen einen Anteil von Flex gesamter Gesundheitsregeneration. Das heißt, er hat einfach immer fette Gesundheitsregeneration, oder? Das scheint so. Alter, was? Okay, das kann interessant werden. What the hell? Okay. Ich persönlich schlage vor, wir machen eine andere Mission, weil die Mission ist hier. Wir müssen Leichen durchsuchen. Lil hat schon genug verloren, wir alle. Aber außer uns kann einfach niemand den Kampf gegen die KDK aufnehmen. Sei vorsichtig da unten. Ah ne, dort, die werden angezeigt. Hier wird angezeigt. Ich suche die Leiche. Da müssen wir aber komplett durchlaufen. Kann ich fliegen? Du kannst ja auch skillen, wenn du an dessen du da stehst, oder? Ja. Ich hab meine neue Verteilung. Okay. Wer hat abgebrochen? Der Mann, der findet im Menü. So. War ja was. Oh, warte kurz! Was denn? Ich hab vergessen, meinen Mülleimer hier zu leeren. Sorry. Jetzt. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, die Nebenmission zu machen, aber die Granate, dass sie die anderen für 12 Sekunden lang übernehmen können, ist halt eigentlich schon ganz geil. Und wenn wir halt weiter solchen Stuff kriegen, ist schon nicht schlecht eigentlich, oder? Ich meine, why not?
Ah, wir sind wieder auf dem Ort, wo es No Gravity gibt. Low Gravity, genau. No Gravity, was yeah. Low Gravity? Genau, Low Gravity. Ito? Na? Du hast es schon wieder vergessen, oder? Was? Ja, er hat es schon wieder vergessen. Was vergessen? Was gibt's auf diesem Planeten? Also Asteroiden. Hä? Geh ich auch auf den Schlauch. Ein Casino. Hallo. Fremde Triebwerke. Ich check's ehrlich, ne? Du eigentlich schon die drei Dinger da gefunden? Ja. Okay, dann zieh ich einfach mal Pyridium aus dem Ding raus. Why fucking not? Manchmal jagt man, manchmal wird man gehen. Oh, ah ja, an dem Dings, ne, am Anfang gibt's noch eine Box. Das ist richtig. Okay. Das sind die Infos. Also, hören wir mal rein. Nur noch ein paar Dinge im Vertrag, die wir klären sollten. Klausel 27. Maliwan erhält exklusive Rechte an aller iridianischen Technologie aus der Kammer. Einverstanden. Yep. Wunderbar. Einfach wunderbar. Und weiter. Interessant. Ich frage mich, ob Katagawa was Heikles über die Kalypsos hat. Wir könnten es veröffentlichen und ihr Bündnis mit Maliwan zerschlagen. Vielleicht würde das Atlas auf die Sprünge helfen. Nicht, dass ich noch große Sprünge machen würde. Ich gehe zurück zu dem Dings. Das werde ich nämlich auch öffnen. Zu was? Zu der Box. Diese Box? Meridium Box. Oh ja, stimmt. Die hast du doch vorhin geöffnet. Nein. Das kann ich nicht knacken. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich an die. Ich habe Meridium an sich geöffnet. Okay. Aber gesagt nicht. Nein. Hä? Hier sind wir nichts drin. Ist einer schon weiter? Mm-mm. Ah, ich konnte, wenn ich deinen Weg da kapiere. Hast du die Box aufgemacht? Oh ja, dreimal die gleichen! Ich habe die Box aufgemacht am Anfang, ja. Bist du an mir vorbei? Ja, die ist jetzt weg. Hä? Die ist jetzt für mich weg. Ja, es war nichts drin. Nein. Es war nichts drin. Wie viel Iridium hast du gekriegt, Christopher? Das habe ich nicht geguckt. Also, ich habe es halt kaputt geschlagen. Das hat mir was gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob ihr da auch was gekriegt habt. Also, ich habe nicht. Okay, ich muss da hinten runter.
Händler. Okay. Ja, die Waffenboxen und so weiter nehmt ihr nicht mehr mit, oder? Hier unten ist eine Waffenbox. Ah, hier oben war auch eine. Ich will eigentlich nur kurz durch, um die Mission abzuschließen und dann weiter. Die Musik, Mann. Moin, es geht. Hallo. Auf mich zu schießen, sonst schieß ich zurück. Das ist okay. Man sieht halt, wo Ito schon überall durch ist. Alles offen. Nein, nein, nein. Jo! Geh ich spawn jetzt am Anfang. Ne, zwischendrin gab es einen Wiederbelebungspunkt. Ja, so. Warum hab ich den gemacht? Es kostet mich aber Geld. Haha. Nett. Was macht ihr unfähig, Abner? Tötet den Ein Ansporn. Du musst schon was anbieten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammerdieb und ihr verdient euch einen reden. Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Bisschen, ja. Ach so. Das ist jetzt auch ein Weg. Alarm! Oh, ich neutralisier diesen Mistkerl! Der Spindschlüssel! Schnapp ihn dir! Ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass das der Schlüssel zum Spind ist. Nach dem Krieg werden die KDK die folgenden Bezirke kontrollieren: Seaport, Mercutio und den Gartenbezirk. Du hast den Atlas-Widerstand unterschätzt. Wir wollen sofort noch 1000 Dropships. 1000? Und eure idiotischen Anhänger sollen sie dann fliegen? Ich bin noch geschockt, dass sie überhaupt ihre Daumen benutzen können. Das ist übrigens auch einer ihrer Lieblingsdecks. Gute Arbeit. Mach weiter. Verdammt. Heute werde ich nicht abgekühlt. Muss ich jetzt zurücklaufen? Oder müssen wir jetzt runter? Ah, wir müssen runter. Du weißt schon, dass du ein Epe kriegst für die.